Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir haben das gemacht, was ich schon in der letzten Folge gesagt habe. Und zwar stehen wir jetzt hier wieder in Wuckelwacht. Und da geht es weiter mit der Magiergilde. Wohlan, Adeptin. Wir brauchen eure Hilfe. Valaste hat das neueste Buch übersetzt? Gewissermaßen. Valaste hat Sheogorath's Folian zwar übersetzt, aber wir haben gewisse Verständnisprobleme. Sie könnte eure Unterstützung brauchen. Sucht sie baldmöglichst auf. Wo kann ich sie finden? Valaste arbeitet an dem Problem in der Gildenhalle von Marburg. Wir treffen uns dort, Adeptin. Was ist dieses Mal so schwer? Der verrückte Gott ist ein geistesgestörter Skeber. Deshalb ist es so schwierig. Hier ist nicht viel Text. Die letzten beiden hatten Hinweise, die wir nutzen konnten, um seinen Unsinn zu entwirren. Aber hier steht nur Unsinn. Ja, ich würde sagen, das ist normal. Wenn ich dieses Land besser kennen würde. Was hat er jetzt gesagt, dass wir nach Marburg müssen, ne? Das wäre dann Grünschatten. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Das weiß ich nicht, aber das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, weil wir nämlich jetzt erst die Magiergilde machen wollen. So, ich gestehe, ich bin mit dem Kopf gerade noch bei uralten Piratenschätzen und anderen Dingen. Was habe ich gesagt? Grünschatten, ne? Ja, da muss ich auch hin, so wie es aussieht. Weil ich nämlich bis gerade eben noch, wie heißt es jetzt? Billy Morgan aufgenommen habe. Das Let's Play habe ich jetzt auch beendet, aber ich bin gerade noch tierisch angepisst, weil von 36 Errungenschaften oder so, von dem ich, glaube ich, 35 haben müsste, alleine weil ich das Spiel durchgespielt habe, ja, habe ich keine einzige bekommen, beziehungsweise habe ich jetzt erstmal nur eine bekommen. Ihr seid in Ordnung. Ja, ist gut. Habe ich jetzt gerade erst eine bekommen, nachdem ich das Spiel nochmal neu gestartet hatte, also nachdem ich es schon durchgespielt hatte. Und zwar nur, weil ich es über Steam gestartet hatte und nicht so, wie man normalerweise die Spiele startet. Also mit einem Shortcut oder so. Und ja, ich bin dementsprechend noch gerade tierisch sauer und versuche gerade erstmal noch ein bisschen runterzukommen. Ich bin froh, dass Charlido euch gefunden hat. Ich brauche eure Hilfe. Was stimmt nicht? Sheogorath. Er hat diesen Vorgang unerträglich gemacht. Ich habe das letzte Buch übersetzt, das ihr geborgen habt. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich finde nichts, was uns zur nächsten Prüfung führen könnte. Ich muss irgendetwas übersehen haben. Vielleicht kann ich es einmal lesen? Nur zu. Der Zirkus des fröhlichen Abschlachtens liegt gleich dort auf dem Tisch. Seid vorsichtig. Die Betrügereien des verrückten Gottes kennen keine Grenzen. Ich werde vorsichtig sein. Viel Glück, meine Freundin. Die Forschungen liefen dieses Mal nicht gut. Dieses Mal ist es fast so, als ob die Runen mich verspotten wollen. Die Übersetzung des Textes ging recht schnell. Doch ihr werdet es sehen, wenn ihr es lest. Die Worte selbst ergeben gar keinen Sinn. Geht es euch gut? Wenn ihr mir vor ein paar Jahren erzählt hättet, ich würde einmal mit Charlidor an Zaubern arbeiten, dann hätte ich euch ausgelacht. Ich bin froh, diese Arbeit zu tun. Es ist eine einmalige Chance. Doch ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass mir die Sache über den Kopf wächst. Ach, das kriegen wir schon hin. Wir lesen jetzt dieses Buch. Glücklich sein heißt einsam sein. Einsam sein heißt glücklich sein. Huch. Und landen komplett woanders. Was ist jetzt passiert? Ich sammle mal alle Sachen kurz ein, die ich hier so nehmen kann. Oh, noch was zum Lesen. Die Torheit der Isolation, Teil 1, Akt 1, Szene 1. Ein Narr, der Ansicht ist, die Dinge besser zu wissen als der schneidige Hauptdarsteller, betritt die Bühne von links. Stimmt gar nicht, von unten im Bild. Ihm bietet sich der imposante Anblick von herzfeste Helm. Darin warten die drei blutrünstigen Völker des Ebenherzpaktes. Der Narr tritt näher und damit erwartet ihn der sichere Tod durch wütende Sumpfechsen und rasende Barbaren. Willkommen! Willkommen im Zirkus des fröhlichen Abschlachtens! Tretet heran, meine sterbliche Freundin! Die Vorstellung beginnt gleich und ihr spielt die Hauptrolle. Vorstellung? Was für eine Vorstellung? Ihr werdet ein Stück aufführen.
Mein Stück, um genau zu sein. Ich habe es selbst geschrieben. Ich nenne es die Torheit der Neutralität. Es ist zugleich eine Tragödie und eine Komödie. Eine Tramödie. Warum sollte ich das machen? Ihr wollt doch den nächsten Folianten, nicht wahr? Nun, ich brauche Unterhaltung. Es wird irgendwann langweilig, immer nur Prinz Malael in Brand zu stecken. Ihr versteht schon. Was genau soll ich für euch tun? Bevor wir zu eurer Motivation kommen, müssen wir erst die Szene bereiten. Die Szene. Tamriel. Die drei Allianzen liegen im Krieg und die arme kleine Magiergilde will nichts damit zu tun haben. Sie möchte unabhängig sein. Das Stück dreht sich um die Allianzen? Potzblitz, ihr passt gut auf. Also, dieses Stück besteht aus drei Akten. In jedem Akt werdet ihr die Gilde von diesen blutrünstigen, politikversessenen, kriegstreibenden Söhnen von Seidenwürmern fernhalten, indem ihr sie tötet. Sie töten? Wen töten? Oh, alle! Bis hinauf zu den größten Wichtigtouren selbst. Aber merkt euch, ihr wartet auf euren Einsatz. Ihr tötet niemanden, sofern der Text es nicht vorsieht. Und jetzt lasst uns loslegen. Ich kann es kaum erwarten, das Stück endlich aufgeführt zu sehen. Hier, Malael wird euch sogar den Weg leuchten. Ich wollte gerade noch fragen, was er mit Leuchten meint. Vergesst nicht, die Feuerschale zu entzünden. Ach, ihr törichte Nerd. Ha, Schätze, das ist immer noch kein alter Hut. Ich treffe euch in der vorausliegenden Lebenbahn. Ja, trefft uns mal. Die sagen nichts, okay. Weil manche erzählen ja auch was hier drin. Sollen wir den Vorhang lüften? Mit dem ersten Akt beginnen? Ich bin bereit. Ich bin nur gerade ein bisschen abgelenkt, weil draußen jetzt ein stürmender Regen gegen die Fenster klatscht. Ich hoffe, dass man das übers Mikrofon nicht so hört. Und im Eröffnungsakt trefft ihr den Ebenherzpakt. Ha, das reimt sich, oder? Ich bin ein echter Poet und habe es bis jetzt nicht einmal gemerkt. Oh. Ich soll gegen die ganze Allianz kämpfen? Jetzt werdet nicht größenwahnsinnig, Sterbliche, sonst verbanne ich euch auf die Insel der lüsternen Barden. Wie gesagt, wenn der Vorhang sich hebt, ist bei unseren Freunden vom Ebenherz alles friedlich. Sie sind Verbündete, obwohl sie sich in ihrer gemeinsamen Geschichte traditionell an die Gurgel gegangen sind. Was soll ich denn machen, wenn gerade Frieden zwischen ihnen herrscht? Zwangssklaverei, Grenzüberfällen und interne Machtkämpfe stehen sie schon am Rand des Chaos. Sie brauchen nur einen kleinen Schubs. Ich habe auch eine Rolle für mich geschrieben. Eine kleine, aber entscheidende Rolle. Wenn ihr mich entschuldigen würdet. Dann los. Hey, ihr hasst einander. Wisst ihr noch? Oh ja. Holt sie euch. So, tötet die Schauspieler. Also einfach mal alle. Mal gut. Das ist euer Stichwort. Los! Wo stehst du da hinten so dumm rum? Auch noch und ihr auch noch. Wunderbar, wunderbar. Aber, wartet, höre ich jemanden kommen? Warum kämpft ihr, ihr milchtrinkenden Hunde? Ganz einfach, mein König. Die Magiergilde verursacht diesen Machtkampf. Es ist ihre Schuld. Die Magiergilde? Dieser wimmernde Hund? Ihr wollt Ärger? Hier habt ihr Ärger. Kann ich vielleicht erstmal hier den Zettel lesen, ihr Idioten? Mein Gott, ey, nichts kann man hier mal eben beenden. So. Weiter, weiter,
die Show muss weitergehen. Wieso ist das Teil 3? Wo ist denn Teil 2? Die Torheit der Isolation, Teil 3, Akt 1, Szene 4. Eine gequält dreinblickende Hochelfin sitzt an einem Tisch, umgeben von Büchern. Ihr Augen, okay, sind auf den Horizont gerichtet und blicken ins Leere. Nur das geschulte Auge erkennt, dass ihr ein dünnes Rinnsal Sabber aus der Seite des Mundes läuft. Vor ihr liegt ein gewaltiger Foliant, gefüllt mit kunstfertig gestalteten Runen. Ja, ich schätze mal, dass Valaste damit gemeint ist. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt, dass das schon Teil 3 ist. Und wir gar keinen Teil 2 haben. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir hier vorne irgendwo Teil 2 haben. Ich schaue nochmal kurz nach, aber... Haben wir den irgendwie übersehen? Dass der hier in irgendeiner Ecke lag? Weil das eigentlich ja sehr doof ist, wenn er jetzt in der Ecke liegt, weil man den ja gerne lesen möchte, ne? Hier ist es auf jeden Fall nicht. Hm. Naja, wir gehen mal weiter. Vielleicht kommt auch Teil 2 danach, aber das denke ich eher nicht, dass das durcheinander ist. Das ist nicht bisschen. Mein Land. Ich muss nach Hause finden. Er sagte mir, ich kann nach Hause gehen. Ich muss nur den Weg finden. Hallo? Habt ihr euch auch verirrt? Wenn ihr den ganzen Tag lest, werdet ihr nie etwas verdienen. Ihr müsst Geld verdienen, Valaste. Selbst Magier nehmen ab und zu ihre Nase aus ihrem Buch. Ihr könnt es einfach nicht ertragen, Leute um euch zu haben. Erbärmlich. Okay, finden wir noch weitere Erinnerungen. Ihr habt einen seltenen Verstand, Valaste. Nicht jedes Jahrhundert wird ein Meer mit euren Talenten geboren. Wir haben eure Bewerbung für unsere herrliche und geschichtenumwobene Magiergilde akzeptiert. Das ist der stolzeste Tag meines Lebens, Gildenmeister. Hab Dank. Ach ja, und jetzt ist sie da und ist so verzweifelt. Schauen wir hier auch direkt nochmal, also nicht nur wegen dem Einsammeln, sondern auch, ob wir hier eventuell noch irgendwo einen Zettel finden. Ah, da liegt noch einer. Moment. Zack. Teil 6. Okay. Eine edle Hochelfin blickt herrisch von oben auf die versammelten Magier herab. Rasundar. Diese Magier möchten unsere Grenzen mit wichtigen Informationen verlassen, meine Königin. Angeblich sind sie auf Isolation aus. Königin Iron, wahrlich? Vielleicht ist euch ja die wahre Bedeutung von Loyalität fremd, kleine Zauberlehrlinge. Okay. Das nehmen wir jetzt mal alles mit und dann gehen wir weiter. Ist hier hinten noch was? Ne, da war ich schon. Hinten war ich auch schon. Da in der Ecke ist auch nichts. Na gut, aber das verwirrt mich immer noch, dass da... Verdammt sei der verrückte Gott! Warum kann ich diesen Text nicht entschlüsseln? Ich bin so ein Schwachkopf. Hinten noch was? Nein. Da kommt auch nichts, okay. Dann los. Wir unterbrechen jetzt kurz. Hättet ihr gerne etwas Käse? Eigentlich gerne, ja, aber ich habe noch genug. Also ich bin satt. Können wir das überspringen? Keine Zeit für geistreiche Unterhaltung, was? Na schön, na schön. Dieser Akt dreht sich um das Altmeri-Dominion. Katzen und Elfen. Ehrlich gesagt hatte ich für keins von beidem je etwas übrig. Zu viel Fell und Firlefanz. Und meine Rolle ist es, noch mehr von euren Schauspielern zu töten? Improvisieren wir einfach ein wenig. Die Szene, Königin Iron wendet sich an einige ihrer Untertanen. Als Meister der Schauspielkunst solltet ihr nach eigenem Ermessen auf ihre aus tiefstem Herzen vorgetragenen Verkündungen reagieren. Und bitte! Die Magiergilde kann sich nicht so einfach gegen das Dominion richten. Ihr seid Teil dieser Welt, ob es euch gefällt oder nicht. Meine Königin, ihr versteht es nicht.
Die Gilde gehört keiner Allianz an. Wir wollen nur in Ruhe und Frieden studieren. Hey, alle still da vorn! Ich versuche, der Rede der Königin beizuwohnen. Entweder seid ihr für oder gegen das Dominion. Ihr wollt diese Welt verlassen? Gut, ich werde euch dabei helfen. Hier, ich zeige euch den Weg. Ihr könnt die Welt um euch nicht ignorieren. Hey, kleine Königin, ihr habt eine Magierin übersehen. Diese ist auch ein Gildenmitglied. Ah, gut aufgepasst, Spaßvogel. Soldaten, bereitet dieser Magierin das Geschenk des Exils. Nein. Keine Zeit für sowas. Triggere ich die schon, wenn ich hier reingehe? Weil ich würde nämlich gerne mal gucken, ob hier noch irgendwo... Oh. Mutter, ihr habt mich verlassen. Ich bin ganz allein. Die anderen Schüler, die anderen Magier, sie alle hassen mich. Ihr wart die Einzige. Jetzt seid ihr fort. Ja, das ist kein Zettel, aber wir haben nochmal eine Erinnerung gefunden. Das ist gut. Dann kommt mal her. Verbrennt es! Jetzt zusammen! Brennt es nieder! Diese Respektlosigkeit. Rasumdar, Hauptmann Odret, kümmert euch um diesen Leibeigenen. Wie es aussieht, muss ich mich selbst darum kümmern. Ihr steht Airen Arana Altmeri gegenüber, in ihrer ganzen Pracht. Ja, so und prachtvoll war sie ja nicht. Vorhang! Machen wir weiter! Ja, machen wir weiter. Wir schauen hier auch noch mal eben. Ich meine, hier in der Ecke irgendwo lag doch noch was, was man lesen. Ja, genau da. Nein, das war ein Getränk, das wollte ich nicht. Die Torheit der Isolation Teil 7. Hierin folgt die Szene, in der der Held seine Mutter tötet, während diese seinen Vater tötet. Während dieser seinen Onkel tötet. Eine Deutung findet sich in der Quellenangabe. Okay. Lass ich mal so stehen. Ich habe jetzt kein Wort verstanden, aber egal. Das nehmen wir noch eben mit. Zack. Dann da hinten hoffe ich jetzt mal nicht, dass da irgendwas triggert. Zumindest sieht das nicht so aus. Haben wir hier noch eine... Ja. Die Welt ist ein grausamer Ort, meine Assistenten. Magier werden um ihre Kraft beneidet und dafür gehasst, dass sie sie einsetzen. Wir brauchen einen Ort, an dem wir in Ruhe studieren können. Einen Ort, an dem alle Magier sicher sind. Ja, das war dann wohl eher die Erinnerung von Shalidor und weniger die von Valaste. Okay, hier oben könnte vielleicht auch noch, das sieht mir so aus. Nee? Na gut. Dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Da hinten in der Ecke, denke ich mal, ist nichts mehr. Und hier können wir noch eben was mitnehmen. Ich gucke hier schon extra in den ganzen Ecken, aber... Ich habe es geschafft. Ich habe ein Heiligtum erschaffen. Eine Zuflucht, die für Äonen überdauern wird. Ich werde sie Augwea nennen. Ja. Achso, da kommt man gar nicht rum. Um Augwea wird sich alles drehen, wenn man so möchte, was in der Magiergilde abgeht. Da ist noch ein Zettel. Du redest nicht mit mir? Warum redest du nicht mit mir? Hallo? Ja, toll. Das war ja mal geil. Die Torheit der Isolation Teil 8. Hierhin folgt Akt 3, in der es eine Rede über Bündnisse gibt. Konkret geht es um das Bündnis, das ein Dedra-Fürst mit seinem Stück Käse hat. Okay, ich lass das mal. Verdammt sei der verrückte Gott, verdammte Ulfsild, seid verdammt allesamt.
zu stehen. Sie werden es sehen. Sie werden es alle sehen. Erzmagier Shalidors Name wird in die Geschichte eingehen. Also während sie quasi Anerkennung gesucht hat und ja, irgendwie auch Freunde gesucht hat, sag ich mal. Leute, die sie einfach akzeptieren, wie sie sind. Da war ich jetzt gerade mit Shalidor, ne? Genau. Währenddessen wollte er unbedingt, sag ich mal, dem verrückten Gott trotzen und seine Insel aufbauen. Ihr seid letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich habe die ganze Nacht auf euch gewartet. Habt ihr die ganze Zeit gearbeitet? Shalidor! Augwea ist verloren! Ihr seid besessen! Könnt ihr mich überhaupt hören? Ich kann das nicht mehr. Ihr liebt eure Zaubersprüche und Schriftrollen mehr als mich. Ich verlasse euch. Könnt ihr mich jetzt hören? Lebt wohl, ihr dummer alter Narr. Ulfi, meine Liebe. Ich schwöre, ich habe euch gerade gehört. Wo seid ihr hingegangen? Ist schon irgendwie ein bisschen makaber, muss ich sagen. Ist hier hinten noch eine Erinnerung? Oder irgendwie ein Schriftstück oder so? Was ist denn das hier eigentlich? Ja, aber ist kein Blatt um nix. Hier vielleicht noch irgendwo. Nee. Ich kann ja mal kurz hier überall durchschauen, ob hier irgendwelche Zettel drin sind und so. Jetzt, wo wir noch die Ruhe haben, weil sobald ich mit ihm spreche, haben wir leider nicht mehr die Ruhe. Das vielleicht auch für euch so als kleinen Tipp, wenn ihr selber spielt. Dass wenn ihr hier in Ruhe alles looten wollt oder mal gucken wollt wegen den Zetteln oder so, dass ihr das dann machen solltet. Oh nee, ich dachte gerade, ich habe einen Zettel gesehen. Endlich der letzte Satz. Die kleinen Wortkäfer krabbeln über die Seite. Windet, windet, windet euch, kleine Käferchen. Also es hat sie schon sehr verrückt gemacht. Dass ihr das machen solltet, bevor der Kampf beginnt, beziehungsweise natürlich danach könnt ihr das auch machen. Hier schwebt ein Buch rum. Ich bin am Ende, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich nur den vorderen Bereich durchsuchen. Hätte ich hier auch geguckt. Ah, da ist noch was. Moment. Die Torheit der Isolation. Teil am Ende. Akt 4, Szene 6. Eine edle Hochelfin blickt herrisch von oben auf die versammelten Magier herab. Rasundar, diese Magier möchten unsere Grenzen mit wichtigen Informationen verlassen. Das hatten wir doch irgendwie schon. Aber sie sagt jetzt was anderes. Wahrlich, vielleicht ist euch ja die wahre Bedeutung von Loyalität fremd. Ja, das hatten wir auch. Rasundar, wo habe ich das nur schon mal gehört? Ja, ja. Genau. Das ist, ja. Okay, dann starten wir mal die Szene. Der dritte Akt zieht mich immer runter. Woran liegt das? Weil es bedeutet, dass das Stück fast vorbei ist. Ich genieße es so sehr. Ich will gar nicht, dass es jemals aufhört. Oh, und das Rahmenprogramm. Habt ihr meine kleinen Illusionsdarbietungen genossen? Sehr erhellend, wie ich finde. Ich schätze schon. Was mache ich in diesem letzten Akt? Das werde ich euch nicht erzählen, sondern einfach zeigen. Das ist die Essenz jeder Erzählkunst. Zeigen, genau. Nicht erzählen. Was glaubt ihr, was das hier ist? Laientheater? Show, don't tell. Leider hat weder die Filmindustrie noch die Spieleindustrie das in letzter Zeit kapiert, was die Leute wirklich wollen. Ich habe keine Ahnung. Nun, es ist kein Laientheater. Das hier ist eine professionelle Produktion. Und ihr seid die gefeierte Bühnengröße. Ich werde die Szene bereiten. Danach können wir einfach improvisieren. Vergesst nicht, zeigen, nicht erzählen. Auf der linken Bühne der Gründer der Magiergilde, Vanus. Auf der rechten Bühne unser alter Freund, Erzmagier Shalidor.
Und hinter der Bühne haben wir Valaste, eure neue Freundin und Vertraute in der Magiergilde. Aber was ist das? Nun, das sind König Emmerich und seine Freunde vom Dolchsturzbündnis. Zweifellos möchte er ein paar freundliche Worte sagen. Immer raus damit, eure Hoheit! Da ihr die Anwendung von Magie toleriert, verbrennen wir euch hiermit auf dem Scheiterhaufen. Möge eure Verderbnis ein für allemal aus diesem Land verschwinden. Ha! Wie es scheint, möchte euch niemand hier haben. Ha! Das ist also der letzte Akt. Rettet eure Freunde. Dann gebe ich euch mein Buch. So, dann habe ich jetzt meine Frage. Was ist, wenn ich jetzt mit einem Stamina-Char hier drin gewesen wäre? Aber ich bin ganz ehrlich, da hat sich der Text nicht verändert. Dementsprechend... Ja, das ist vielleicht Theo was komisch Gorath geschrieben. Ist so viel klüger als ich. Vor ihm bin ich wie ein Kind. Ja, genau. Hallo, das ist hier. Ich hätte die Insel für sie aufgegeben. Sie gab mir nie die Gelegenheit, mich zu entscheiden. Meine Frau. Mhm. Das klang aber ganz anders eben. Ach, das ist König Verharajat. Der kam mir gerade noch so bekannt vor. Bücher sind meine einzigen Freunde. Was passiert, wenn sich selbst Bücher gegen mich stellen? Bücher leben nicht. Das heißt, sie können sich auch nicht gegen sie stellen. Da sagt keiner mehr was. Okay. Bravo! Autor! Autor! Oh, wartet. Das bin ich. Ich habe getan, wonach ihr verlangt habt. Kann ich jetzt den Folianten haben? Ich weiß nicht. Eure Darbietung war an einigen Stellen etwas lustlos. Und ihr habt euch geweigert, Käse mit mir zu essen. Wir hatten eine Abmachung. Ja, ja, ihr habt mich zum Lachen gebracht. Und zum Weinen. Und Maleel hat sich einen Tritt gegen den Kopf eingefangen. Ich schätze, mehr konnte ich nicht verlangen. Nehmt das Buch. Esst nur nicht alles auf einmal. Wie komme ich hier raus? Das Buch wird euch zurückbringen. Es kennt den Weg. Aber merkt euch, kleine Schauspielerin, ihr habt immer noch ein Buch vor euch. Und wenn ihr glaubt, mein Stück wäre schon hart gewesen, dann überlegt doch erst einmal, was noch vor euch liegt. Okay, wir sammeln noch mal kurz die Sachen hier drumherum ein. Was haben wir denn noch hier? Eigentlich ist das ja gar nicht so viel mehr. Obwohl, naja, es ist das Erste, was ich heute mache. Das heißt, dass hier natürlich einiges zu holen ist. Wenn ich jetzt das zweite Verlies schon laufen würde, dann wäre das hier jetzt alles leer. So, ich glaube, wir haben ungefähr alles. Robiers Gemüsegarten. Könnt ihr gerne durchlesen, werde ich jetzt aber nicht machen. Valaste. Was ist geschehen? Wo wart ihr? Theo Gorath hat mich einer weiteren Prüfung unterzogen, aber ich habe das dritte Buch. Oh, ich wage fast nicht zu fragen, was geschehen ist. Ich hoffe, die Prüfung war nicht zu schmerzhaft. Ich werde sofort mit der Übersetzung dieses Buchs beginnen. Uns steht noch eine weitere Prüfung bevor. Gute Arbeit. Und wir haben einen arkanen Ring erhalten und eine wahrlich prächtige Glyphe der Magiker. Es gibt nur noch eine Prüfung. Wir sagen euch Bescheid, sobald wir Theo Goraths Wahnsinn erforscht haben. Valaste, ihr wart in meiner letzten Prüfung. War ich? Was ist geschehen? Theo Gorath hat mich gezwungen, Duplikate von euch, Vanus, Galerion und Shalidor zu retten. Je mehr wir mit ihm zu tun haben, desto mehr bin ich davon überzeugt. Der verrückte Gott ist ein verzogenes Kind, das Käfern die Beine ausreißt, nur um sie zucken zu sehen. Was ist sonst geschehen? Er ließ mich Visionen der Allianzen angreifen, sogar deren Anführer.
Zweifelsohne eine Reaktion auf Schalidors Bestrebungen. Er mag ein Kind sein, aber Sheogorath versteht es, seine Argumente überzeugend vorzutragen. Ja, damit wären wir für heute auch wieder beim Ende. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass ich alle Teile finden würde von den Notizen. Aber ich meine, dass ich das schon ein paar Mal hatte und immer versucht habe, alle zu finden, aber trotzdem niemals alle Nummern irgendwie gefunden habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr es tatsächlich mal geschafft habt, sie alle zu finden. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob man die eventuell schon in den Teilen davor finden konnte, dass die irgendwie zusammengehören. Aber ich denke eher nicht, weil da ja immer Akt 1, Akt 6, was weiß ich was stand. Und ich denke, das hat jetzt tatsächlich nur zu diesem Bereich hier dazugehört. Nichtsdestotrotz, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.